Hallo Bastelkollegen und Bastelverrückte. Nun geht's weiter mit NPN und PNP Bedini. Ja, der Felix war ja letztes Mal da gewesen und hat mir seine Version von Bedini mitgebracht, und zwar mit seiner ganz speziellen Hans im Glückwicklung. Wer sich jetzt fragt, wo da der große Unterschied ist, und zwar, wenn wir einen Bedini neu bewickeln, hier ist unser Starter vom Bedini, ne, da gehen wir normalerweise, hier wickeln wir den ersten rum, dann wickeln wir um den zweiten andersrum, um den dritten wieder gleich rum, um den vierten wieder andersrum. So, und beim Felix ist es jetzt so, er wickelt zuerst den ersten Starter, dann geht er auf den gegenüberliegenden, wickelt den zweiten, dann hier rüber den dritten und hier den vierten. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die Wickelrichtungen hier richtig eingezeichnet habe. Ich muss den Felix noch mal ganz genau fragen. Ihr könnt auch noch mal hier in dem Videoausschnitt mal kurz gucken. Da ist es mir versucht worden zu erklären. Ich habe es bis jetzt noch nie selber gemacht. Ich habe noch nie selber so eine Hans im Glückwicklung gewickelt. Kenne aber schon welche, die das erfolgreich nachgebastelt haben. Also muss es wohl funktionieren. Und der nette Felix hat einen von meinen kleinen Papstlüftern auch umgewickelt. Der ist jetzt hier drin verbaut. Weil das Ding wird wirklich urig schnell. Ich habe hier eine ziemlich leere, ziemlich kleine 12 Volt Batterie dran. Die bricht dann so runter auf 10 Volt oder 9 Volt, wenn es dann läuft. Aber trotzdem ist mir das dann schon ziemlich beängstigend, die Drehzahl. Ich habe dann hier nochmal extra ein paar Kugellager reingemacht. Das hier oben, da wo der Riemen dann gehalten wird und hier drüben den Unterbrecher dann sozusagen spielt. Ja, dass das dann nicht mit anfängt mit Spingen, weil ja, bei Drehzahlen, bei Überdrehzahlen jenseits den 10.000, ja, naja, mit leise ist da nichts, ne? Also ist ganz schön laut, das Teil. Aber erstmal zur Schaltung, wie das Ding eigentlich aufgebaut ist. Ja, das mit den, wie er gewickelt wird, habe ich ja versucht zu erklären, ne? 50 Windungen pro Stator hat er da nur genommen, 4 Drähte parallel genommen, mit 2x015er und 2x020er. So, hier habe ich das zur Übersicht nochmal farblich ein bisschen unterlegt. Spule 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Steht dann alles hier, Anfang, Ende der Spule. Und hier ist dann sozusagen die Schaltung davon. Eigentlich nichts weiter als ein NPN und ein PNP. Baugleiche Transistoren sollten es wohl schon sein. Ich habe keine Ahnung, was mit unterschiedlichen auch geht. Probiert mal. Ich meine, Potti habt ihr ja hüben und drüben dran zum Einstellen, ne? Könnte also auch mit unterschiedlichen funktionieren. Ob hier die 4001er optimaler wären, weiß ich auch nicht. Da hatte ich leider keine mehr da gehabt. Ich musste meine Ultra Fast 4004er nehmen. Das könnt ihr auch mal probieren. Auch dem Trick von Elf Lose hier mit einem passenden Kondensator über dem Potti ist hier auch nicht mit dabei. Könnt ihr auch ausprobieren, dürft die Sache auch noch ein bisschen effizienter machen. Ja, und dann gehen wir hier eigentlich dann nur am Output mit der Diode vom NPN auf dem Plus und mit der anderen Diode verkehrt rum. Auf dem Minus vom Photoflash-Kondensator. Und ich habe es bei mir momentan so gemacht, dass ich den Minus nochmal unterbrochen habe. Das ist hier dieses Drehding da. Und immer ja, in der Position dann hier schaltet es hier und hier dann durch, praktisch vom Kondi hoch dann auf die Batterie. Gut. Soweit dürfte das jetzt erstmal klar sein, denke ich. Na? Machen wir Probelauf. Hier hinten ist so eine Batterie, die sehr hochohmig ist, extrem hochohmig. Also da kann ich bis 40, 50 Volt drauf gehen und es tut sich immer noch nichts bei der Stromaufnahme. Zellen dürften aber alle in Ordnung sein, aber in Ruhespannung, ihr seht es, bei 1,8 Volt jetzt gerade. So. Ach, da pfiescht er schon vor sich hin. Scheiße. Das war wohl zu viel des Guten, wa? Ach, einmal im Solid State. Nochmal probieren. Ach, das ist so eine Sache hier. Ha, geht doch.
So, 10 Minuten später jetzt. Das Geräusch ist viel dunkler, ne? Da muss viel mehr arbeiten. Das heißt, die Batterie scheint jetzt endlich Leistung aufzunehmen. Ja gut, geht immer noch bis 4 Volt runter. Mal schauen. Ich hoffe mal, dass es das Zeichen ist und nicht, dass die Batterie jetzt langsam abkackt. Könnte natürlich auch sein nach über 10 Minuten Betrieb jetzt. Bei den Drehzahlen hier. Das ist bestimmt eine halbe Stunde später. Jetzt ist wieder was passiert. Es ist auf einmal von selber schlagartig schneller geworden. So, was sind wir denn hier eigentlich mit der Voltzahl? Immer noch bei 8,08 Volt. Ja, leuchtet schon eine Dreiviertelstunde das Teil. Jetzt wird es wieder langsamer. Wer weiß. Ich glaube, das ist gerade eine saublöde Drehzahl für meinen Riemen hier. Ne? Der schwingt sich übelst auf, ab und zu. Ich würde es ja noch ein bisschen dran lassen. Ach komm, gucken wir mal, wie lang es geht. Putz, Blitz und Alter daus. So fast eine Stunde später. Sie hält ihre 9 Volt. Schon ziemlich gut, jedenfalls besser als alles, was vorher gewesen ist. Er klingt schon sehr viel kräftiger als alles andere. Ne? Ja. Also ich lasse mir so lange rödeln, bis die hier nichts mehr sagt. Gucken wir mal, wie lang es noch ist. Ja, jetzt ist endlich ausgegangen nach einer Stunde. Sie fällt jetzt langsam runter auf ihren normalen Niveau. 1,8 Volt hat sie ganz am Anfang gehabt, hat überhaupt keine Ladung angenommen. Ja, richtig Ladung reingegangen dürfte ja nicht sein, aber meine Platten, ich hoffe mal, dass sie die freigeschossen hat, dass sie jetzt endlich dann Ladung annimmt, wenn wir dann mit einem normalen Ladegerät rangehen. Gucken, ob sich das gelohnt hat. Aber eine Stunde ausgehalten. Sau, also ich habe vorhin gemessen, so 500 mA ungefähr hat es gezogen. Eine Stunde. Oh, krass, die war auch schon ziemlich hinüber gewesen. Schön. Okay, kommt die dann auch wieder ans Ladegerät. Dann werden wir den jetzt mal ganz normal benutzen. Praktisch mit einer vollen Quellbatterie jetzt betreiben. Jetzt werden wir mal sehen, wie das Ding normalerweise abgeht, wie das richtig abgeht. Und an den zwei Ausgängen, ich habe ja einmal praktisch diesen Hochvolt Plus, sagen wir mal dazu, oder Hochvolt Minus, keine Ahnung, wie rum ihr den Strom seht halt. Jedenfalls erstmal die eine Richtung, da kann ich mir dann als Gegenseite ganz normal vom Bedini dann den Plus der Eingangsbatterie nehmen, genau. Und hier nehme ich mir dann einfach ein Minus der Eingangsbatterie und kann jetzt jeweils hier dann eine Batterie ranschalten und hier eine Batterie ranschalten. Es gehen sie praktisch nicht aufeinander wie hier, sondern einmal gegen Plus und einmal gegen Minus wird es hier abgenommen. Genauso wie jetzt hier angeklemmt ist. Ja, da sehen wir, ist auf 2,7 Volt runtergefallen, sinkt immer noch ein bisschen, ne, den wir gerade geschockt haben sozusagen. Das ist der, den wir gerade als Quelle hatten. Der ist schon wieder bei 10,59. Also noch halbwegs in Ordnung. Okay, na dann. Mitten in der Nacht ist es dann doch viel zu laut, wenn das noch irgendein Nachbar klingelt. Ich habe mir jetzt am Re-EMF-Charger dran, ist bei 19,1 gestartet, sinkt jetzt langsam runter. Und zumindest zeigt er hier in den Ampere schon mal irgendwas an, was er vorher nie gemacht hat. Also toi toi toi. Das ist die leise Variante, geht aber höchstwahrscheinlich bedeutend langsamer bei diesen wirklich extrem hochohmigen Dingern da.
Ja, na gut, okay, dann zum Abschluss halt nochmal für die Neon-Klimmlampen-Spezies könnt ihr euch mal angucken, wie es aussieht, wenn du nichts am... nichts am Ausgang hängt. So, gut, das war's jetzt. Viel Spaß beim Nachbasteln. Hi.